Herzlich willkommen im Haus Dillon. Mein Name ist Sunny und ich zeige euch heute Einblicke in unser Zuhause. Das Haus ist aus den 90ern. Wir haben es komplett umgebaut. Vor einem Jahr haben wir die Schlüssel bekommen und sind jetzt vor 2 Monaten eingezogen. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie es hier aussieht. Wir haben einige Elemente aus den 90ern behalten und mit modernem Design kombiniert, sei es halt optisch oder halt technisch. Damals beim Umbau waren wir mit der Elektrik so weit fortgeschritten, dass wir dachten, dass wir gar kein Smart Home mehr machen können. Aber man kann tatsächlich auch nachrüsten. Und zwar haben wir das Ganze mit Free at Home von Buschjäger gemacht. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir vor einem Jahr hier alles umgebaut haben. Das heißt, dass wir die Tapete abgekratzt haben, dass wir die Fliesen weggestemmt haben. Oder dass wir auch die ganze Schlitze gezogen haben, damit wir die Elektroleitungen legen können. Und dann war es endlich soweit. Die ersten Smart Home Produkte waren in der Wand. Und meine Kumpels waren zwar noch die Fliesen am Wegstemmen, aber ich habe mich ganz kurz da rausgenommen und ich habe einfach angefangen, die Smart Home Produkte zu installieren. Ihr könnt jeden so programmieren, wie ihr wollt, jeden einzelnen Schalter. Ich habe jetzt zum Beispiel mich ausgesucht, dass ich in den oberen 2 Tasten dimmen kann, dass ich in der Mitte die Jalousien ansteuern kann und unten rechts habe ich mir eine 10 eingebaut. Ich verlasse den Raum, ich drücke hier drauf und alle Lichter gehen aus. Im Haus findet ihr immer mal wieder so schwarze Elemente. Das war mir ganz wichtig, dass das Interior sehr harmonisch wirkt und das Ganze auch an der Wand wiedergespiegelt wird. Wir haben hier die Schalterserie Busch Art Linear in schwarzem Matt, was mir ganz wichtig war, dass sie sehr minimalistisch ist, zeitlos, modern, einfach zum Gesamtbild passt. Wir haben das Ganze nämlich auch im kompletten Haus, an einigen Stellen auch in Weiß. Und was sehr schön an der Serie ist, sie ist nachhaltig produziert. Ich liebe es auch hier im Haus, natürlich mir einen Film anzuschauen. Um einen Film zu schauen, liebe ich auch das Kinogefühl. Und das Kinogefühl kriege ich einfach durch die Szene Movietime. Habe ich dort hinten am Schalter installiert. Ich will da gerade nicht hinlaufen. Ich nehme mein Handy, da habe ich mein Widget schon installiert. Ich drücke hier drauf und die Jalousien gehen zu einem gewissen Grad runter. So, dass es einfach ganz gemütlich ist. Ach, und das Licht ist auch noch an. Ich drücke hier drauf, dann geht das nötige Licht auch aus. An unserer Haustür befindet sich einer meiner Lieblingsknöpfe, und zwar die Anwesenheitssimulation. Die Anwesenheitssimulation wird von Free at Home selber gelernt. Das heißt, das System schaut, wann schalten wir eigentlich unser Licht aus oder wann fahren wir die Jalousien auf. Und das gibt es genau wieder, wenn keiner im Haus ist. Danke, dass ihr da wart. Wir hoffen, wir konnten euch heute einige Einblicke geben, wie man Smart Home im Alltag gut integrieren kann. Für weitere Inspiration schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis bald. Thank you.